Solle, ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses relativ offene 6x6 Haus baust für deinen Start in Minecraft. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch mal direkt an. So, ich benutze für dieses Haus hier Eichenholz. Du kannst natürlich wieder wie immer die Blöcke benutzen, die du möchtest. Und wir legen auch mal direkt los. Ich habe hier schon mal so ein 6x6 Feld vorbereitet. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier, also ganz nach rechts. Und machen hier jetzt zweimal alle Blöcke bis ganz nach hinten weg. Heißt, zwei breit, fünf nach hinten, alle Blöcke weg. Jetzt nehmen wir einfach Sand. Du kannst natürlich auch, wenn du hier Weizen anpflanzen und kein Zuckerrohr anpflanzen möchtest, kannst du hier natürlich die Erde lassen. Wir wollen hier in diesem Fall diesmal Zuckerrohr anpflanzen, deswegen machen wir hier Sand hin. Hier kommt einfach ganz normal Wasser rein für unser Zuckerrohr. So, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir Eichenstämme und gehen hier hinten direkt neben dem Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach oben. Und das gleiche machen wir jetzt auch hier oben an der Ecke. Aber nicht hier, sondern gehen eins nach hinten und eins nach rechts. So, dass wir zwei neben dem Wasser sind. Auch wieder. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben hoch. So sollte das Ganze jetzt aussehen mit zwei sieben hohen Eichenbaumstämmen. Einer Reihe fünf Wasser, einer Reihe fünf Sand. Als nächstes nehmen wir eine Eichenholztreppe und machen 1, 2, 3. Am dritten machen wir die Eichenholztreppe so drüber, nehmen Eichenholzbretter, machen 1, 2, 3 daneben, so dass wir einen schicken Eingang haben. Da gehen wir jetzt wieder durch, machen eine Tür rein. Deiner Wahl, ich habe hier Birkenholz genommen. Was machen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir Eichenholztreppen, denn jetzt machen wir schon mal den Aufgang nach oben in die zweite Etage. Wir fangen hier neben dem Block an, neben dem Eichenholzblock, über das Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Aber bitte gerade. So, sechs. Dass es hier so an dem Eichenholzstamm anschließt. Jetzt gehen wir hin und nehmen Stufen. Eine davor. Eine hier so über den Sand und machen hier 1, 2, 3, 4 nach vorne, so dass es bündig mit der Türe und dem Rahmen hier abschließt. Dann haben wir Phase 1 fertig. Phase 2 fangen wir jetzt an, indem wir hier noch einen vormachen und hier dann 1, 2, 3, 4. Einen drüber, so dass wir hier drunter stehen. Genau davor, dass das Ganze ein bisschen weiter wird. Jetzt nehmen wir unsere Eichenholzbretter und machen Folgendes. Hier oben machen wir jetzt 1, 2, 3, 4. Dann nochmal in der Ecke hier. 1, 2, 3, 4. Und hier oben in der Ecke. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, das sieht jetzt noch aus wie moderne Kunst, aber das wird gleich besser werden. Was machen wir als nächstes? Wie dein geschultes Auge sieht. Wir gehen erstmal hin, machen hier. Muss ich gerade selber gucken. Ja, so rum. Hier wieder eine Treppe rein, dass wir eine schöne Kante haben. Hier auf der Seite 1, 2. Dann gehen wir runter und machen hier auf der Höhe von der Slab 1, 2, 3. Jetzt noch in die andere Richtung und das Ganze bis hier hinten hin verbinden, so dass es einmal rundherum zu ist. Jetzt haben wir schon langsam den Rahmen. Jetzt gehen wir hier wieder hin auf der Kante. 1, 2, 3, 4. Haben die Hinterseite auch schon fertig. Gehen hier hin. Nehmen wieder unsere Eichenholztreppen. 1, 2, 3, 4. So rum. Und hier oben. 1, 2, 3, 4. Oben. Nur bitte richtig rum. Nicht so einen Kack machen wie ich hier gerade. So, dass wir hier die Seite auch schon haben. Jetzt gehen wir noch hin mit Eichenholzstufen und machen das hier einmal 1, 2, 3, 4 zu. Und auf der Seite 1, 2, 3, 4 zu. Schon steht der Rahmen soweit. Müssen jetzt nur noch hingehen und hier alles mit Slabs zumachen. So, dass wir einen Boden haben. Jetzt können wir hier schon runter und fangen mal hier unten drin an. So. Als erstes brauchen wir Falltüren. Den Sand brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir schon mal einen Ofen, weil der muss ja auch hier rein. Das Wasser brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen eine Werkbank. So, und wir brauchen Ruhen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Die Türe brauchen wir nicht mehr. So, heißt, wir fangen hier mal an. 1, 2, 3, das Ganze hoch. Dann da drüber welche drauf.
Eins, zwei, drei. Zu. Hier oben ist es noch ein bisschen offen, das ist aber nicht schlimm. Jetzt gehen wir hin mit dem Ofen, machen den hier weg, hauen den Ofen rein, hauen die Werkbank rein. Hier machen wir jetzt erstmal Glas. Wir haben hier normales Glas. Das ist, glaube ich, für den Start besser. Ich persönlich finde jetzt hier hellgraue Glasscheiben eigentlich schicker. Aber weiß ich nicht, ob man da so schnell am Start rankommt. Wir machen es jetzt mal hier mit hellen grauen Glasscheiben. Du kannst es natürlich wieder mit denen machen, mit denen du das machen möchtest. So, haben wir hier schön eine Glasfront. Können wir noch hingehen, Truhen. Ups. Sollte auch Shift drücken, ne? Ruhe, Truhe. Zweimal Truhen übereinander, so dass wir da drankommen. Wunderbar. Haben einen Ofen, haben eine Werkbank, alles, was wir brauchen hier drin. So, gehen hoch, denn hier müssen wir jetzt erstmal 1, 2, 3 und hier über die Treppe drüber 4. So Glas hinmachen. Auf der Seite 1, 2, 3, 4 Glas. Hier machen wir das komplett hoch, dicht und hier auch. So, du merkst schon, das wird voll der Glaspalast, ne? Jetzt gehen wir hin, nehmen die Eichenholzfalltüren wieder. 1, 2, 3 drauf, klappen die um. Bitte nicht da, sondern da. 1, 2 und 3. Haben wir hier auch ein schickes Fenster. Jetzt fehlt nur noch das Dach. Das machen wir natürlich wieder ganz normal zu. So, einfach hier. Sehr schön. Und schon ist das Dach zu. Fehlt nur noch die Einrichtung hier oben. Die Seiten lasse ich jetzt offen. Wenn du die nicht offen lassen möchtest, dann kannst du ja gerne hier statt Slabs einfach volle Blöcke nehmen und das Ganze dann so zumachen, komplett, dass es eine Glasfront gibt. Ich persönlich finde das jetzt nicht so schön, deswegen lassen wir das hier so, wie es ist. Aber das wäre zum Beispiel eine Variation. Hier können wir jetzt noch hingehen und machen 1, 2, 3 Falltüren hin, dass wir so ein Geländer für die Türe haben. Was fehlt jetzt noch? Wir brauchen ein Bett auf jeden Fall. So, das können wir hier so in die Mitte stellen. Bam, nehmen zwei Truhen als Nachttische, als Nachtkommoden. Hier in die Ecke könnte man jetzt vielleicht noch einen Rüstungsständer stellen. So, haben wir den. Ja, dann können wir das noch hier hin. Das hier hin, das hier hin, das hier hin. So, bam, in die Ecke, einfach einen Rüstungsständer. Für deine Lederrüstung am Anfang, so dass du alles beisammen hast. Ist jetzt, wie gesagt, relativ offen, nicht jedermanns Sache. Ich finde, ist mal was anderes. Wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne einen Daumen hoch da lassen. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zum nächsten Video, euer Ede.